Hallo zusammen, ich möchte euch gerne über eine Technik heute erzählen. Diese Technik heißt Pustentechnik oder sozusagen eine Maltechnik, mit der man ganz einfach mit Wasser, Wasserfarbe und einem Strohhalm ein Bild erstellen kann. Das sieht ungefähr so aus und hier habe ich nicht nur Wasserfarben und Strohhalmen, sondern auch Wattestäbchen. Ihr braucht einfach Papier. Ich habe jetzt genommen nicht weißes Papier, sondern gelbes Papier. Dann Strohhalm oder Trinkhalme aus Papier, nicht aus Plastik, weil ich finde aus Plastik nicht gut, besonders für die Umwelt. Dann Wasserfarben, Pinsel und einfach Wasser. Die Anleitung ist ganz einfach. Erstmal braucht ihr Farben mit Wasser mischen. Und dann diese bunte Farbe Wasser auf ein Blatt, sozusagen hier auf mein gelbes Blatt tropfen und dann mit einem Strohhalm pusten. So ein bisschen weiße Punkte. So, mein Bild ist schon fertig und sieht ganz bunt und passt sehr gut für das Thema Frühlings. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Pustentechnik. Und ich kann sagen, dass es auch diese Technik sehr gut für Kinder, weil sie fordert nicht nur Kreativität und Fantasie, sondern auch Konzentrationsfähigkeit.